Ja, hallo, herzlich willkommen zu Prison Break. Ja, einem weiteren Spiel zu einer Serie. Und wir müssen etwas schleifen. Und zwar, ja, das letzte Mal ging es ja darum, Leg los. der Easy. Aufstand hat ja nur dazu gedient, um die Burggeräusche zu übertönen. Dämlicher Hackfresser. Du glaubst, du bist besser als ich? Dich dämlich zu nennen wäre eine Beleidigung für das Wort. Moment, ich muss Redest du mich mit erstmal mir? konzentrieren. Ich doch nicht, Boss. Wieso steigt er denn da hoch und kann ich doch auch ganz anders rüber klettern, oder? Wo muss ich überhaupt lang? Verdammte Maschine, eine Bombe könnte hochgehen und ich würde es nicht hören. Aha, geschafft. Wilson? Hey, mach sie aus. Ah, da muss ich Ich hin. kann nichts hören, verdammt. Verstanden, gleich ist es vorbei. Ich meine doch bloß, dass die Standbohrmaschine in so einem asiatischen Er hat Bergloch gerade nach oben hergestellt wurde, geschaut. wo sie zum Frühstück Fischaugen essen. Und das einzige Hätte Metall, mich das sie doch haben, von alten sehen Reiseeimern stammt. Und der Schleifstein da ist aus gutem alten amerikanischen Stahl, der sich niemals abnutzt. Erzähl mir nicht, die eine ist nicht besser als die andere. Ja, vielleicht hast du recht. Egal. Ich muss los zu Pope, Jungs. Krieg sicher eine Gehaltserhöhung. Was zum Teufel? Schon wieder? Der schaltet ein und geht wieder zurück, oder what the? Oh Mann. Ich habe nur ein kurzes Zeitfenster. Willst du mich verarschen? Das verdammte Radio ist ein Schrotthaufen. Oh.
Ich duck mich lieber. Aber bis jetzt geht's ja noch, ja. Es gibt noch keinen Grund, sich aufzuregen. Ich bin kein Idiot, Captain Belleck. Ich lasse meine Häftlinge nicht wie Pitbulls kämpfen. Beenden Sie das. Davon weiß ich nichts, Sir. Hey. Bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wie jetzt? Warum springt der? Naja, irgendwie hat was mit Steuerung zu tun. Ja. Oh nein, ich ahne wieder Dinge. Was ist das da an der Wand? Blut? Das ist bloß rote Farbe, Chef, weiter nichts. Dann bringen Sie das in Ordnung, Captain. Und ich rede nicht bloß von der Farbe. Moore, Williams, an die Arbeit. Ja, ich muss was mit dem Kasten tun, aber... Ich mache diese Scheiße nicht weg. Ich auch nicht. Habe ich eine zumindest draußen? Ich mache nochmal zurück. Ja, ich weiß, ich habe 3 draußen jetzt. Ich weg. Ach, die muss ich andersrum drehen. Ah, okay, ihr wollt mich aber verarschen. Was ist mit den Lampen? Wo ist meine Taschenlampe? Ja, das ist natürlich klar, dass du deine Taschenlampe brauchst. Arsch. Oh Mann. Ich hab Angst. Wo leuchtet der überall hin? Das muss ich erstmal beobachten. Der leuchtet da hinten hin. Ist das das Einzige, was der macht? Hier hinten in die Richtung leuchten. Und dann in die. Noch jemand. Oh Mann. Wo muss ich überhaupt hin? Na, jetzt springe ich nicht. Ich hab so die Schnauze voll gerade. Hier bin ich. Lang? Nein, da geht nichts. Oh. 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 Nein, warum? Wieso? Geh weg. Boah. Ich fass es nicht.
Da kommen noch mehr mit Taschenlampen. Ach du Shit, ey. Da muss ich hin. Da kommt jemand, da kommt jemand. Was war das? Der Saftladen fällt auseinander. Ich sehe mal nach. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Oh. Geh weg. Geh weg mit deiner Funzel. Sag bloß, da bleibt jetzt oben stehen. Ich glaube es ja nicht. Der bleibt echt oben stehen. Weg. Oh nein, der beleuchtet genau die Rohre. Wo muss ich denn hin? Klettern. Runter, runter, du Spinner, Spast. Arsch, Idiot. Oh, ich bin aufgeschmissen. Oh, ich muss hier drüben nur noch durch. Ich muss da nur noch durch. Okay, ich lasse ihn jetzt mal hier ableuchten, bis in die Richtung, wo ich gerade bin. Natürlich. Oben, unten. Na, ich hätte jetzt können rüber. Ich habe so einen Schiss gerade. Oh. Dahin leuchten. Und? Nichts. Boah. Danke noch dafür, dass hier die Rohre noch hingebastelt wurden. Dass ich extra nochmal, ich wollte eigentlich gleich über das Teil springen, aber nein. Müssen natürlich noch ein paar Rohre hingebaut werden, um es noch schwieriger zu machen. Bin ich jetzt dort, wo ich hin will, wo ich hin will? Kein Glück? Wenn man so gut ist wie ich, braucht man kein Glück. Rotzfrech. Gefällt mir. Ich melde mich wieder bei dir, wenn ich die Infos über Turk habe. Danke. Hey, wo willst du hin? Du hast jetzt PI. Ich muss telefonieren. Mannix? Ich bin's, Paxton. Was zum... Tom, bist du okay? Ja, alles in Ordnung. Schofield hat einen Aufstand inszeniert, aber es war nur ein Ablenkungsmanöver. Wofür? Abruzio und Sucre buddeln ein Loch unter dem A-Flügel. Verdammt! Das ist noch nicht alles. Ihr Fluchtweg führt durch die Krankenstation. Schofield hat dort ein Rohr weggeätzt, damit er durch einen Gully reinkommt. Aber ich komme da nicht hin. Okay, lass mich mal nachdenken. Du kannst nichts gegen das Loch unter dem A-Flügel machen. Wenn du das Rohr nicht reparieren kannst, kannst du ja jemanden damit beauftragen. Wie? Erfinde einen Arbeitsauftrag. Die Wartungsleute gehen dann rein und reparieren es. Leichter gesagt als getan. Dazu muss ich ins Büro des Gefängnisdirektors. Dann hör auf zu quatschen und leg los. Hey du Penner, wo ist deine Arbeitsuniform? In die Umkleide, aber Tempo! Mist, ich muss rauf ins Büro vom Direktor. Setz einen Fuß aus diesem Zimmer, wenn ich weg bin, und ich krieg dich am Arsch. Mannix klang seltsam am Telefon, aber seine Anweisung war eindeutig. Ich muss ins Büro des Gefängnisleiters und einen Arbeitsauftrag fälschen. Oh, echt. Ja, an der Stelle mal ein
kurzer Part. Es war ziemlich aufregend, da hochzukommen, da reinzukommen und die wegen der Fälschung und allem und dem und so weiter und so fort. Ich schaue mich nur mal kurz um. Okay, Leute. Ab diesem Zeitpunkt beende ich den Part. Bleibt mal kurz hier in Deckung. Ja, wie immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja, mal sehen. Wir müssen in das Büro des Direktors mal sehen im nächsten Part, ob ich das so gut hinbekomme. Ja, jetzt ging es ja auch ganz schön ziemlich flott voran. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Und ja, nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und Daumen nach oben da lassen. Dann kommt noch einiger Content und Videos. Okay, bis dann. Vielen Dank und ciao.